Medizin ist ja nicht nur Theorie, sondern natürlich auch viel Praxis. Es geht um den Patienten. Und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, an der KL zu studieren. Weil die KL mir schon sehr früh, das ist jetzt mein erstes Semester an der KL, schon sehr früh die Möglichkeit gegeben hat, diese klinischen Fertigkeiten mir anzueignen und auch so früh wie möglich Patientenkontakt zu haben, bedingt durch meine Formulatur. Das Coole am Skills Lab ist, dass wir einfach unsere praktischen Fertigkeiten üben können. Das bedeutet, wenn wir dann in die Formulatur gehen, dann müssen wir natürlich halbwegs wissen, was man am Körper macht, wie Blutabnehmen zum Beispiel geht. Und ich lerne da gerade, wie man einen peripheren Venenzugang legt. Man muss natürlich darauf achten, dass man die Nadel im richtigen Winkel reinsticht. Man möchte natürlich die Vene eben treffen und nicht irgendwie daneben treffen oder was anderes. Also wir üben auch, Blut abzunehmen, dass wir wirklich sauber die Vene treffen wieder und dann das Röhrchen füllen können, ohne den Patienten zu verletzen. Beim Wundennähen sind hauptsächlich zwei Dinge wichtig. Einerseits, im Gegensatz zu den anderen klinischen Fähigkeiten, die wir erlernen, geht es beim Wundennähen darum, sich erstmal klarzumachen, dass man in so einem Fall in einer sterilen Umgebung arbeitet. Das heißt, man muss ganz besonders auf die Details achten, bevor man die Wunde überhaupt anfasst. Und dann geht es natürlich auch darum, geschickt die Technik anzuwenden, die uns vorgegeben ist. Für die KL habe ich mir deswegen entschieden, weil es natürlich eine kleine Privatuni ist. Das bedeutet, die Gruppen sind viel kleiner, ich kann viel mehr auch mit den Ärzten reden und in meiner Meinung nach kann ich dann auch viel, viel mehr aufschnappen und lernen. Neben unseren klinischen Fertigkeiten lernen wir auf der KL auch die Gesprächsführung mit Schauspielpatienten. Es ist sehr wichtig für den Arztalltag, dass man eben auch gut Anamnesegespräche führen kann. Und das Training mit unseren Schauspielpatienten ist halt besonders sinnvoll, weil sie sehr adäquat reagieren und den Klinikalltag am besten widerspiegeln, weil sie eben Emotionen wie andere echte Patienten auch widerspiegeln. Wir erlernen, wie man Injektionen richtig durchführt. Je nachdem, welche Art von Injektion durchgeführt werden muss, gibt es verschiedene Protokolle oder Richtlinien, wonach wir uns orientieren müssen. An der Medizin fasziniert mich, dass man herausfinden kann, wie verschiedene Krankheiten entstehen und auch wie man sie behandeln kann. Und an der KL ist es besonders cool zu studieren, weil wir viel Kleingruppenunterricht haben. Es ist alles sehr persönlich und man kennt einfach jeden beim Vornamen. Und ich finde das familiäre Verhältnis sehr nett.